Hallo auf dem Kanal Nadi F12 in Nadis Bücherwelt. Heute gibt es, wie versprochen, meine Rezension zu dem neuen Roman von Sebastian Fitzek, Der Nachtwandler. Er ist jetzt im März 2013 erschienen im Knauer Verlag. Er hat 312 Seiten und ich erzähle euch erstmal, um was es geht. In diesem Buch geht es um Leon. Leon wacht eines Nachts auf und sieht auf seiner Brust eine riesige Kakerlake, die in Richtung seines Gesichtes läuft. Er wacht schreiend auf und ist erleichtert, als er bemerkt, dass es sich nur um einen Traum gehandelt hat. Dann sieht er seine Frau Natalie. Sie kniet vor dem Kleiderschrank und ist dabei, ihre Koffer zu packen. Ihr Gesicht ist voller blauer Flecken. Sie blutet an der Hand und ist völlig durcheinander. Und fluchtartig verlässt sie, ohne Leon noch irgendwas zu sagen, die gemeinsame Wohnung. Und dann erwacht in Leon ein ganz furchtbarer Verdacht. Hat er seine Frau so zugerichtet? Geht es wieder los? Das, was er als kleiner Junge erlebt hat, er war damals in psychiatrischer Behandlung, weil er schlafwandelte. Und Dinge tat, an die er sich einfach später nicht mehr erinnern konnte. Natürlich möchte er herausfinden, ob dieses Schlafwandeln bei ihm wieder anfängt. Und so setzt er sich nachts so ein Band auf den Kopf mit vorne einer Kamera, die mit seinem Laptop verbunden ist. Somit wird alles auf diesem Laptop aufgezeichnet und was Leon dann sieht, ist so grausam, wie er sich's in seinen kühnsten Träumen nicht hat vorstellen können. Mehr verrate ich euch nicht. Ich habe mich ja unheimlich auf den neuen Roman von Sebastian Fitzek gefreut und wurde im Großen und Ganzen auch wirklich nicht enttäuscht. Was mich etwas durcheinander gebracht hat, war einfach, aber das war wahrscheinlich von Fitzek auch so beabsichtigt, war, dass man einfach nie unterscheiden konnte, ist es jetzt die Wahrheit oder ist es wieder ein Traum? Und man weiß also als Leser nie, was stimmt jetzt an dieser ganzen Geschichte? Wann ist Leon wach und wann träumt er? Ich habe das Buch innerhalb von einem Tag durchgelesen gehabt. Es ging also recht schnell und es war auch wirklich sehr spannend. Aber irgendwie war es doch so ein ganz anderes Buch von den ganzen, ich habe ja alle Sebastian Fitzek Bücher gelesen und es war irgendwie was ganz anderes. Und ja, es ist, also das zum Beispiel, das sein letzter Roman, Abgeschnitten, der war für mich einfach wirklich eine Wucht. Und bei diesem Roman hier, ja, das konnte mich nicht so richtig überzeugen. Es war einfach sehr undurchsichtig, was wahrscheinlich auch im wirklich von Fitzek so gedacht hat. Aber irgendwie fand ich den Schluss, man bekommt zwar dann irgendwann raus, was eigentlich los ist, aber dann wieder doch nicht. Und irgendwie ist das Ende so offen, dass man einfach nicht weiß, ich kann euch nicht sagen, was ich von dem Buch halte. Ich fand ihn gut, ich fand ihn spannend, aber ja, irgendwie, ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll. Ich habe vielleicht auch andere Erwartungen in das Buch gesteckt, ich weiß es nicht, aber mir war einfach dieses Ende, wobei das ja bei Fitzek oft so ist, dass das Ende oftmals offen ist und man als Leser dann selber so ein bisschen weiter fantasieren kann, wie es wohl weitergeht, aber hier ist das Ende so, dass man vermuten könnte, da kommt noch ein zweiter Teil. Weiß ich nicht, ob ich da richtig liege. Auf jeden Fall, ja, ist mir das Ende einfach zu abrupt und zu undurchsichtig. Es ist wie so ein Cliffhanger, mit dem es dann einfach aufhört. Ja, das ist meine Meinung zu dem Buch. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall lesenswert und jeder,
Sebastian Fitzek-Fan sollte dieses Buch auch lesen. Es ist wirklich spannend und ein toller Schreibstil wieder von Sebastian Fitzek. Aber irgendwie, wie gesagt, hat es mich nicht ganz so vom Hocker gehauen. Die Aufmachung von dem Buch wiederum hat mich total begeistert. Ich hebe es noch ein bisschen heran. Also man sieht hier wie so ein Licht. Hier innen geht es dann auf. Da hat man dann das Bild. Das muss man so ein bisschen hinheben, dass ihr das seht. Von Sebastian Fitzek. Und dann ist das Buch quasi so. Und hier kann man aufklappen. Und dann sieht man die Bücher von Sebastian Fitzek. Es ist also richtig so eingebunden, wie so ein Schutz, ne? Selbst um die Blätter rum ist dieser wunderschöne Schutz. Also es hat mir von der Aufmachung her so gut gefallen. Ich empfehle es euch gerne weiter und würde natürlich auch gern die, wo es schon gelesen haben, eure Meinung dazu hören. Schreibt mir einfach in die Kommentarbox, was ihr von diesem Buch gehalten habt. So, das war meine Rezension. Ich hoffe, ich habe es euch wieder ein bisschen spannend gemacht und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.